Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Captive Minecraft. Ja, ich bin ja wieder zurück. Wir haben den 12.08.2014, 6.55 Uhr morgens. Wie immer, natürlich in aller Frühe, und ich muss sagen, ich bin mega müde. Ich habe so wenig geschlafen die Nacht, ich weiß nicht, woran es liegt. Bitte seht mir das nach, ich wollte jetzt noch aufnehmen. Es kann jetzt sein, dass ich die nächsten Folgen ein bisschen müde in der Gegend rumlaufe und des Weiteren auch ein bisschen einschlafe hier vorm Bildschirm, aber es sollte ja keinen stören, ist ja im Grunde auch kein Unterschied zu sonst. Da bin ich ja auch nur so ein dummer Fettsock, Fettklops, der herumbastelt. Und ich kriege hier eh nicht auf der Reihe in Captive Minecraft. Wir können natürlich mal gucken, was müssen wir eigentlich alles noch machen. Das mit den Schweinen müssen wir machen. Das Bogending, das da, den goldenen Apfel. Und dann eigentlich nur noch den Zaubertisch. Aber da kann man leider nichts machen zurzeit, weil ich nicht genug Diamanten habe. Wir brauchen definitiv Obsidian. Ich könnte natürlich jetzt mal Folgendes machen, und zwar eine Diamantspitzhacke. Weil ich Obsidian abbauen muss. Na komm, gib die Dinger mal her hier. Jetzt lass Opa nicht so warten, so lange. So, hier runter. Schön aufs Maul legen wieder. Juckt mich ja nicht. So, was lag denn hier noch rum? Schleimbälle wahrscheinlich. Weil die immer überall rumliegen. Huch. Hier noch schön viel Jod. Oh, ein Eisen. Das kann ich sogar noch mitnehmen. Das braucht man natürlich unbedingt. Wieso sind hier Stöcker? Wer lässt denn die hier liegen? So was Wertvolles. Ach, guck mal hier. Wie süß. So, da brauchen wir die Spitzhacke, hoch. Und dann nehmen wir jetzt mal ohne Effizienz, nicht so wie im Let's Play. Das solche mit dem Let's Play haben wir wirklich eine Effizienz 4 Spitzhacke, das ist natürlich mega chillig dann. Aber hier, naja, hat man so einen Luxus halt nicht. Ach, ich habe noch gekriegt, gut. Und ich kann das nicht mal abgießen, weil ich kein Dings mehr dabei habe. Das ist natürlich auch wieder scheiße. Warte mal. Schaufel braucht doch kein Schwein jetzt. Machen wir das mal so. Dum-da-dum-da-dum. Zack. Ich hätte natürlich unter den anderen auch gleich einsetzen können, aber... Ja, ich bin heute zu verplant dafür. Wie viel Gold da noch drin in der Wand hängt, also wirklich mal. Wenn wir dann noch einen Erfolg schaffen, dann können wir erstmal wieder alles wegbuddeln an den Seiten. So, hier. So, ich muss dann auch gleich mal in den Statistiken noch was gucken. Wegen dem Bahnerfolg. Wir sollen ja 1000 Meter zurücklegen. Da kann ich natürlich auch schon mal gucken hier in den Erfolgen. Und zwar haben wir ja den Bahnerfolg. Warte mal, wo war denn der? Hier war der. Lege mit einer Lore mindestens 1 Kilometer zurück. Und da können wir mal in die Statistiken gucken. In Lore gefahrene Strecke 0 cm. Okay. So. Also werde ich mir mal gucken, ob ich da 1000 Meter erreichen kann. Ich habe mir nämlich gestern nochmal eine Folge angeguckt von Gomma HD und Concrafter. Die machen das ja auch oder haben das gemacht. Und da haben die das auch versucht mit der Schiene. Aber naja, die haben es nicht so richtig geschafft. Und ich guck mal, ob ich das dann schaffen kann. Kann ja daran liegen, dass die zu zweit waren, dass das da irgendwie nicht gezählt hat. Keine Ahnung.
Ich werde mir dann auf jeden Fall auch eine Booster Rail machen, auch wenn wir dann 6 Gold verschwenden. Oder nee, ich probiere es erstmal ohne, weil ich möchte das Gold nicht verschwenden. Und wenn es nicht geht, kann ich mir dann eine Booster Rail, obwohl ohne, weiß ich jetzt nicht, wie das gehen soll. Vielleicht mit so bergab oder so. Da schaue ich mal. Na, da müssen wir noch was überlegen. Ich habe da auch mal ein Video gesehen von Sparks Pro Tips. Also ja, Spark of Phoenix hat das mal vorgestellt. Da kann man übelst schnell mit Minecarts beschleunigen, ohne irgendwelche Schienen. Dürfte auch jetzt noch gehen. So, wollte ich jetzt noch irgendwas anderes holen? Oh, da muss ich gehen. Geht jetzt nicht anders, sorry. Der täuscht auch nicht vernünftig, nichts Vernünftiges. Was willst denn du, ha? So, komm, ich hole mir noch mal ein bisschen Weizen, da kann ich die Tiere schon mal züchten, das muss man nebenbei immer machen. Ja, Weizenkörner habe ich jetzt nicht mehr genug. Was habe ich denn da jetzt weggemacht? Keine Ahnung. Ich nehme mal die Eier, genau. So. Ich dachte schon, die Eier gehen nicht mehr. Hat gerade irgendwas rumgebackt. So, nochmal 3. Da kommt nochmal eins raus. Na komm. Weg da. So, und bei den Kühen natürlich gucke ich mal, ob die jetzt schon wieder bereit sind. Ja, sie sind bereit. Oh, fuck. Boah, da ruckelt's wieder ganz schön. So, die kleine Kuh will ich jetzt ungern töten, die große aber schon gerne. Komm, geh zu den anderen. Komm, leck mich doch. Jetzt gehen die alle hier raus. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Ach komm, da bleibt da halt draußen, ist mir jetzt auch scheißegal. So, so. Rindfleisch, Rindfleisch kann ich eigentlich gleich mal braten, habe ich gerade genug Stickies dabei. Und dann würde ich gerne mal wieder hochgehen. Habe ich eigentlich auf einfach habe ich, okay. Wir waren ja mal auf normal, aber wer ist schon noch normal heutzutage? So. Komm, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt meine Treppe und schieb die da rein. Holztreppe am besten. So's. Gleich eins aufs Maul. So, komm mal her. Du machst das komplett richtig. Du, hallo, reiner mit dir. Du auch. Na, hallo, hä? Könnt ihr da rausspringen? Sind ja eigentlich ein bisschen dumm. So, du gehst da bitte auch mal. Oh. Ja, das Gold richtig. Du hast das Gold richtig gemacht. Geh rein. Geh rein da. Rein da. So. Noch irgendwelche Kandidaten hier? Nein. Okay, da kann ich ja. Ach komm, ich lasse das einfach hier. Die anderen beiden werfe ich in den Wasserfall. Da können sie gucken, was draus wird. Und ja, da haben wir ja noch den, die ganzen Leiter und da müssen wir auch noch mal ein bisschen was nachlegen. Und dann mache ich einfach mal folgendes. Zack. Ja, Shift-Taste geht wieder nicht. Ein Traum ist das ja schon wieder. Ach, ich bin auch so dumm. So, und die platzieren wir jetzt einfach mal so weit wir kommen.
Habe ich natürlich jetzt mein ganzes Holz verschwendet. Warte mal, ich mach mal. Ich setze mal noch ein paar Setzlinge, zwei Stück wieder. Und wenn wir dann wieder unten sind, können wir dann hoffentlich neues Holz begrüßen. Ach hier, ach, das waren die Treppen. Bin ich weg mit euch. Ich könnte mal bei den Hühnern im Stall noch versuchen, noch ein bisschen was zu pflanzen. Ich glaube, das ist dann eher unsinnig, weil die dann irgendwie da reinbacken oder so. Das wäre natürlich schlecht. So, jetzt ist die FPS wenigstens wieder ein bisschen besser, weil wir jetzt nicht so viele Kreaturen um uns haben. So, stimmt, da haben wir ja auch noch den Smaragd. Ja, den können wir für den Villager gebrauchen. Stimmt ja, warte mal, da gucke ich mal, ob ich den abbauen kann. Warte mal, da mache ich mal Folgendes. So, hier, ich lasse mich auf die Leiter stellen und setze da mal was drunter. Fragt sie jetzt nur, wie ich darüber kommen will. Okay, so also. Hier haben wir noch Eis. Und da hinten haben wir noch Lava und eine schöne Map. Hat das wirklich, glaube das ist, glaube ich, auch wieder so eine Amplified-Welt. Was ich noch ein bisschen merkwürdig finde, guck mal auf das Wasser da hinten. Das scheint immer so ein bisschen durch. Keine Ahnung, was das ist. Der Bug ist auch schon ein bisschen länger dabei. So, dann schwimmen wir mal wieder hier hoch. Ich müsste eigentlich schon wieder was essen, aber komm. Es reicht erstmal noch. Ach ja, schön, schön. Ich hoffe, meine Müdigkeit geht ein bisschen weg während der Aufnahme. Kann ja immer sein, dass da mal ein bisschen, ja, dass man frisch in den Tag startet, wenn man hier so aufnimmt. Ja, aber ich werde mich dann nichtsdestotrotz noch mal hinknallen. Das geht ja so nicht hier. So, und wenn ich nach unten gucke oder zur Seite, wird es natürlich gleich wieder weniger mit den Frames. Ja.